Also, hier ist jetzt erstmal Vorsicht, wieder Gebot der Stunde. Da oben ist relativ viel Harz. Quarz. Müssen wir mal schauen, ob wir uns da irgendwie jetzt vorsichtig nach oben friemeln können. Mit allen Mitteln, die wir jetzt haben, ohne jetzt diesen Abgang zu machen. Das wäre tragisch. Ich muss mir das nur ein bisschen merken, dass ich hier wirklich keinen Abgang mache. Boah, das wäre sowas von 10 von 10 belastend jetzt. Kurz vor Ende der Show hier noch zu sterben, ey. Ist noch relativ viel Quarz gerade. Er denkt, ich gucke hier nach oben und laufe durch die Gegend. Das ist gerade alles hier mit Schleichen, mit der Schleichentaste verbunden. Also ich würde hier jetzt definitiv kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Könnt ihr mir aber glauben. Das ist jetzt echt noch viel hier. Ich will es aber mitnehmen. Was wir haben, das haben wir. Freunde. Was wir haben, das haben wir. Da ist auch noch was runtergefallen. Das jetzt hier ringsrum, glaube ich, komplett zu, bevor ich hier wirklich abschmiere. Ganz da oben sind auch noch Pilzlampen. Ist mir jetzt fast egal. Bis ganz da nach oben baue ich mich jetzt sowieso nicht, glaube ich. Es ging mir jetzt eher noch um den Quarz, der hier so ein bisschen verankert ist. Alter. Solche Moves hier noch, weißt du? Vollkommen volles Inventar. Mit allen möglichen Sachen. Reliquien. Mineralien. Schätzen. Weißt du? Und klettert hier noch so rum. Wegen ein bisschen Quarz. Also, wer bitte ist so geistesgestört? Ja, ich, aber sonst noch jemand? Aber der Leichtsinn siegt einfach, weil es einfach viel zu lange gut gegangen ist wieder. Ich glaube, wir brauchen einfach erstmal wieder so einen Fall in die Lava, um aufzuwachen. Aber bitte nicht heute. Bitte nicht jetzt. Nicht in dieser Folge und nicht in dieser Session. Hoch auch noch. Jetzt da hochkletter, eh ganz ehrlich, da kann ich mir auch beinahe noch das Pilzlicht holen, aber nee. So. Geht alles, wenn man will. Auf, dass dieser Slot auch noch voll werden möge. Eingehen. Alter, wir sind auch so weit oben jetzt. So, da ist noch was. Ist kein Mist mehr bauen. Kein Mist mehr bauen, Wolfi. Hast fast geschafft. Das holen wir uns noch. Da unten sind noch Magma-Blöcke, schön. So, gut, da haben wir 54, naja. So, oh, jetzt wollte ich gerade fast da runter gehen, ne? Na komm.
Oh, jetzt bin ich hier oben hängen geblieben, wäre fast wirklich runtergeflogen. Weißt du, so kurz vorm Ziel werden wir hier echt noch übermütig. Meine Herren. So, ich gucke jetzt auch gar nicht mehr, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Ich ignoriere das jetzt einfach mal gekonnt. Nehme jetzt, wie gesagt, noch weitestgehend von dem Netherrack mit. Da oben ist noch ein bisschen hier von diesem. Naja, gut, egal, komm. Netherrack nehmen wir mit, wollte ich sagen. Gut, das lassen wir jetzt da unten, das Quarz. Damit wir uns den Weg nach Hause noch ein bisschen kenntlich machen können. Bisschen abgrenzen können. Das vielleicht alles sogar noch ein bisschen, naja, wir haben sogar noch ein bisschen die Zeit und die Muße, das hier alles noch ein bisschen zu gestalten. Ich sehe zwar da hinten immer noch Quarz und alles, aber ich ignoriere es jetzt. So, wir hauen das mal weg, was wir jetzt zu viel haben. Habe ich tatsächlich einen zu viel weggeschmissen. Nun gut. Sei es drum. So, okay. Zurück. Erstmal. Und nochmal gucken. Also hier haben wir ja schon abgesperrt, weil hier hinten war nichts mehr, ne? Glaube ich. Hier war das, hier war das. Geht es hier noch weiter? Geht es auch noch weiter? Ich laufe jetzt mal da lang. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein, zwei Kisten oder so, weißt du? Ne, hier ist Abgrund. Da oben geht es noch weiter, theoretisch. Aber da kommen wir später auch noch hin. Und hier einfach auch noch mal dieser Blick über dieses Wahnsinnsbiom, ne? Krass, also da gibt es noch ganz viel zu holen. Wenn uns mal der Sinn danach dürstet. Das sieht schon krass aus. Das sieht schon echt krass aus, alles, ey. Oh, wo ging es ja nach oben noch hin? Auch noch weiter, oder? Ist da direkt auch schon Schluss hier? Nee, aber hier. Ja, Wahnsinn. Ja, Freunde. Und da hinten waren wir. Da ist unser Weg. Darüber. Da unten. Da sind wir gewesen. Boah. Und auch da oben und überall. Pff, Wahnsinn, ey. Das sind schon spezielle Folgen hier gerade wieder, ey. So, geht's hier noch irgendwo hin? Nö. Ja, man könnte natürlich dann auch sagen, weißt du, wenn man so eine Festung gelootet hat hier, man könnte die auch abtragen. Ne? Gehe ich hier nochmal rein. Ha, guck, eine Schau. Jo, gut. Was schmeißen wir denn da weg? Cobblestone würde ich fast sagen, ne? Um das Zeug hier zu kriegen. Wir könnten natürlich jetzt auch die Axt weghauen. Wie gesagt, einmal Cobblestone kann ich auch noch drauf verzichten. Da ist ein Feuerzeug drin. Ich würde aber eher das Gold mitnehmen. Sonst können wir jetzt wirklich fast nichts mehr wegschmeißen. Außer ein Netherrack. Aber da war jetzt auch sonst nichts mehr, ne? Ne, dann nehmen wir das Netherrack mit. Die Spitzhacke, ja gut, die hat es ja eh fast hinter sich jetzt gehabt. Na komm. Wir nehmen natürlich in erster Linie jetzt alles das mit, was uns eher von Nutzen sein könnte. Dann könnte ich das hier nämlich jetzt auch zubauen. Dass ich da auch schon gar nicht mehr auf die Idee komme, da mal in irgendeiner Form wieder hinzugehen. Hier,
Jedoch würde ich noch mal gucken wollen. Das war die Geschichte und hier geht es ja noch mal nach oben. Oh ja, Scheiße. Okay, pass mal auf. Folgendes, jetzt darf ich mich hier nicht verirren. Also hier bin ich jetzt hergekommen. Das machen wir also noch mal weg. Na, dass das hier unser Weg ist. Das erkenne ich dann wieder. Hier rum. Boah, hier geht es einfach nur in den Abgrund, ne? Würde ich auch mal zumachen. Hier rum ist dann auch Abgrund, ne? Alter. Da drüben sind wir gewesen. Dann mache ich das hier auch zu. Dann geht es jetzt eigentlich nur hier hin. Das ist nur so ein Loch hier. Das machen wir trotzdem mal zu. Jetzt geht es hier eigentlich nur rum. Da hatten wir aber das schon geholt. Aber hier geht es ja auch noch weiter. Und da ist auch noch eine Kiste. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hinter. Was haben wir hier in der Kiste noch Schönes? Auch wieder Gold. Oh, und wieder so Harnisch und so. Und ich weiß gerade nicht mehr. Kann ich auf eine Schaufel verzichten? Ich glaube schon, ne? Ich will das mitnehmen, wenn ich einmal hier unten bin. Und da haue ich jetzt mal die Schaufel raus. Und die auch. Wenn ich schon mal hier unten bin, dann nehme ich das Zeug auch mit. Ist egal jetzt. Da können wir wenigstens die Festung als erledigt dann abstempeln und müssen da uns nicht mehr großartig drum scheren. Die Werkzeuge brauchen wir jetzt eh nicht. Und auf zwei Schaufeln können wir verzichten. Das sind gerade mal vier Holzblöcke und zweimal Metall. Aua. Das machen wir zu. Obligatorisch. Und dann gehen wir jetzt hier noch nach oben. So, und jetzt haben wir. Ja gut, das kann ich mir merken, wenn ich jetzt hier lang gehe. Hier glaube ich, hier hinten, da geht es eh nicht viel weiter. Da ist nämlich auch schon zu Ende. Genau. Hier ist Abgrund. Bloß nochmal kurz gucken hier. Ganz, ganz, ganz viel. Auch wieder Quarz in allen Ecken. Gut. Können wir damit leben? Da ist der Weg dann auch erledigt hier. Machen wir hier zu. Gehen mal geradeaus weiter. Noch eine Kiste. Ah ja. Wieder so Rüstung. Ey, scheiße. Okay, pass auf. Was ich auch nicht brauche. Was ich auch nicht unbedingt brauche, ist tatsächlich hier Netherziegel und Netherzaun. Brauche ich nicht. Oh, noch mehr Rüstung. Das Ding ist, die kann man halt auch nicht stapeln. Diamanten. Leck mich. Leck mich. Eisen. Oh, ich glaube, wir müssen doch nochmal zurückgehen. Ey, scheiße. Was schmeißen wir weg? Also nochmal Basalt. Seelensand brauche ich nicht unbedingt. Die Axt kann auch weg dann. Die Axt benutzen wir aber nochmal. Die Axt kann weg. Eisen brauchen wir jetzt nicht. Die Rüstung brauche ich auch nicht. Ich nehme die Diamanten an mich. Seelensand. Ich liebe die Rüstung als das Eisen. Gut, hier hinten ist dann auch Schluss. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber weil hier geht es nicht weiter. Und hier dann auch nicht mehr. Nee, gut. Ich würde jetzt mal für diese Rüstung sogar noch das hier weghauen. Ja, komm. So, und dann gibt es nur noch den Weg hier lang. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht zu noch mehr Sachen führt. Doch, da hinten steht noch eine Kiste. Ich werde bekloppt. Okay, schauen wir mal in der nächsten Folge.